Herzlich willkommen beim neuen Bogenbalance-Video. Heute soll es ums Spiccato gehen und hoffentlich hat dir niemand gesagt, es sei schwer. Wir wollen nämlich heute ein kleines Stück miteinander spielen und selbst wenn du erst ganz kurz Cello spielst, du wirst es mit mir hinbekommen, du wirst es sehen. Das ist eine praktische Übung. Hol mal dein Cello, schalte notfalls das Video aus, ja? Mach dich bereit mit dem Cello, dann schalte das Video an und los geht's. Ja, weißt du, so ein Bogen ist eigentlich so gebaut, dass er lieber hüpft, als gerade liegen bleibt beim Streichen. Vielleicht hast du es schon mal gemerkt, dass der Bogen beim geraden Streichen so gar nicht so leicht hier auf der Seite wirklich liegen bleiben will. Der hat eine Federkraft in sich. Und die wollen wir mal erkunden ein wenig. Weißt du, probier es doch mal aus, dass du den Bogen nimmst und ungefähr hier an der Mitte auf das Cello legst, ja? Auf die Seiten. So, und jetzt geht's los. Jetzt gehst du mal 10 cm in die Höhe und dann lässt du ihn mal aufprallen und lässt ihn hier mit der Hand möglichst frei selber agieren. Dann wirst du merken, der hüpft wie so ein Ball, ne? Zuerst hoch, dann immer weniger und immer schneller und am Ende bleibt er ganz liegen, ne? Probier's mal aus. Das ist die natürliche Sprungkraft des Bogens. Nun ist das jetzt eine Frequenz und mit dieser Geschwindigkeitsveränderung, die wir in der Musik wahrscheinlich selten brauchen, wir müssen irgendwas machen, dass der Bogen gleichmäßig hüpft. Du kennst es vielleicht vom Basketball, die nehmen auch immer, die titschen den Ball immer von oben so, ne? So, die geben immer oben eins drauf und wissen ja, dass der Ball vom Boden wieder hochkommt durch seine Federkraft, ne, so. Und dann kriegen die den Ball immer in ein gleichmäßiges Aufsetzen, ne, und Hüpfen, ne. Und das Gleiche können wir auch machen mit dem Bogen. Und zwar haben wir hierfür die Pronation des Armes. Schau mal, mach mal so mit deinem Arm, so. Jetzt gibst du mit deinem Zeigefinger, deinem Daumen, gibst du ein bisschen Spannung auf den Bogen, wenn du den jetzt in der Hand hättest, ne, so. Und das zeige ich dir jetzt mal. Ich lasse den mal loshüpfen, ja, und jetzt gebe ich ihm aktiv immer mit dem Zeigefinger eins oben drauf. Merkst du jetzt? Jetzt ist er schon mal gleichmäßig, ne? Lass ihn ruhig so 10 cm hochhüpfen, das macht gar nichts. Mal merkst, dass der Bogen von sich aus die Tendenz hat, sehr gleichmäßig zu hüpfen, wenn du nur einfach immer von oben eins drauf gibst. Bitte versuche nicht, den Bogen festzuhalten und festzuführen in seinem Hüpfen. Das hindert ihn nur an der eigenen Sprungkraft, sondern du gibst wirklich immer nur eins von oben drauf. Kann auch dazu führen, dass du einfach hier merkst, wie obendrauf das Gewicht immer mehr lastet. Dann kommt er auch nicht so sehr hoch. Nun ist das jetzt eine Hüpfübung, gell? Jetzt haben wir ja noch keinen Ton gespielt damit, ne? Was brauchen wir wohl noch? Klar, gell? Wir müssen hin und her streichen, damit die Saite auch ins Schwingen gebracht wird. Jawohl. Jetzt musst du dir allerdings vorstellen, dass wenn du nur so ganz kurz aufhüpfst auf die Saite, sehr viel streichen kannst du da nicht. Der Bogen ist ja nur eine minimale Zeit, also ein Bruchteil einer Sekunde auf der Seite. Da kommst du nicht weit mit dem Bogen. Wenn du versuchst, da sehr weit zu streichen, dann wirst du sehen, dann überforderst du die Seite und dann klingt es nicht richtig. Also versuche das mit einer minimalen Bewegung und eventuell weißt du es noch, hier in diesem Bereich, wenn man so hier zwischen Schwerpunkt und Mitte streicht, da gelingt übrigens das Spiccato am besten, ja? Das ist ein Bereich, bei dem du den Oberarmstrich anwendest. Das heißt, du kannst sehen, dass dein Ellbogen nach rechts und links geht. Dann hat dein Arm die richtige Strichrichtung für das Spiccato. Ich zeig's dir jetzt mal. Also, ich lasse es jetzt nochmal so hüpfen, ohne Ton. Und jetzt gehe ich ein bisschen nach rechts und links. Und
Und siehst du, schon kommt ein Ton dabei heraus. Dieses würde ich jetzt mal dich bitten, dass du das jetzt einfach mit mir zusammenspielst. Ja? Ich sage 1, 2, 1, 2 und dann geht's los. Ja? 1, 2, 1, 2. Bravo, hat schon funktioniert? Jetzt habe ich übrigens so ungefähr noch so 2 Zentimeter hoch gehüpft. Das ist nicht mehr so hoch wie bei unserer ersten Übung. Ne? Probieren wir es nochmal. 1, 2, 1, 2. Ja, prima. Jetzt möchte ich mit dir 2 Dinge nochmal besprechen. Es gibt 2 verschiedene Formen, wie man das Spiccato beginnen kann. Die eine Form haben wir gerade gemacht, nämlich wir haben den Bogen in der Luft gehabt und dann haben da einfach losgehüpft. Ne? Also 1, 2, 1, 2. Ja, einfach aus der Luft beginnen und loslegen. Ne? Probieren wir es nochmal. 1, 2, 1, 2. Prima. Gerne kannst du auch das Video anschalten und das noch öfters mal probieren. Oder nach dem Video, natürlich, klar. Ja. Die 2. Möglichkeit ist die, wir beginnen den Ton aus dem liegenden Bogen. Das heißt, der Bogen liegt jetzt da und du gibst leicht Gewicht auf den Bogen. Und wenn ich jetzt so etwas Spannung aufbaue, dadurch, dass ich etwas Gewicht auf den Bogen gehe, dann hüpft er auch beim ersten Strich los. Ich zeig's dir mal. 1, 2, 1, 2. Hast du gesehen? Durch das Gewicht geben hat er dann so viel Federkraft, dass er von sich aus losspringt. Ne? 1, 2, 1, 2. Für heute würde ich sagen, ist es gut, wenn du das mit Abstrich beginnst. Ja? Weil wir spielen ja immer solche Vierergruppen. Das wird übrigens gleich in dem Stück auch der Fall sein. Ja? Jetzt kannst du selber entscheiden, was bei dir besser funktioniert hat, wo du besser in die Gleichmäßigkeit gekommen bist. Ob du es aus der Luft begonnen hast oder ob du es aus dem liegenden Bogen begonnen hast. Das kann ich jetzt nicht sehen, wie es dir dabei geht. Ne? Probier es einfach aus und was bei dir besser geht. So, und jetzt gibt es ein Stück, das haben wir neulich mal in einem Workshop ausprobiert. Das ist ein kleines ungarisches Kinderlied, das hat der Béla Bartók ursprünglich für ein Klavierstück verwendet. Ja? Und dieses Stück hat eine Begleitung, die man durchwegs mit diesem Spiccato-Strich spielen kann. Und die wollen wir heute mal spielen. Übrigens, bei Bogenbalance gibt es einen Mitgliederbereich. Und in diesem Mitgliederbereich gibt es für Interessenten das Zusatzmaterial zu diesen Videos. Das heißt, manche Videos haben ein Zusatzmaterial und dieses Video hat diese Begleitung, die ich dir jetzt gleich beibringe, als Zusatzmaterial Noten zum Ausdrucken und auch die Melodiestimmen zum Anhören. Du kannst dir also das MP3 nehmen, es entweder auf der Seite anhören oder es dir runterladen und selber auf deinem MP3-Player irgendwie abspielen, ja, und dazu dann spielen, wenn du Lust hast. Ne? Pass mal auf, ich zeig dir mal bloß für deine Orientierung die Melodie von dem Stück. Ja, das Lied heißt Tralalala Tulipan. Und zwar geht die Melodie so, die spielst du allerdings nicht, du spielst später die Begleitung ins Spiccato. Ne? Aber die Melodie geht so. Und das ist schon im Prinzip diese Melodie, die dann mannigfach in verschiedenen Stimmen immer wieder gebracht wird. Du wirst es auf der Aufnahme hören. Ja? Diese Melodie begleitest du jetzt dann mit deinen Spiccato-Noten. Ja? Pass mal auf. Am Anfang ist es etwas lustig. Du spielst nämlich 4 Takte lang ganz alleine, ohne dass die Musik begonnen hat. Ja? Da zähle ich dann ein, 1, 2, 1, 2 und du legst los. Und jetzt musst du aufpassen. Du spielst 21 Takte lang das D.
Ein Takt ist jeweils 4 Achtel. Das heißt, du spielst also 21 mal 1 und 2 und. Ja? Ne? Ich will es mal vormachen. Später zeige ich dir dann, wie die anderen Noten weitergehen. Ja? Also, 1, 2, 1, 2. Fünfter Takt. Neunter Takt. 13. 17. 18. 19. 20. 21. Ja, also 21 mal D, also 21 mal 4 mal D, wohlgemerkt, ne? Dann spielst du 2 Takte lang C und dann spielst du 5 Takte lang H. Also auf der G-Seite 4. Finger C und 3. Finger H, ne? Ich mach's dir nochmal vor. Ich zähle mal nicht mit. Vielleicht kannst du ja mal selber mitspielen und versuchen, so mitzukommen, ne? Du musst halt immer schön zählen. 1 und 2, 3. Takt, 4. Takt und so weiter, ja? 1, 2, 1, 2. Pause. Ja? Und jetzt kommt eine witzige Passage. Jetzt spielst du immer einen Takt Pause und dann viermal das G. Und das Ganze vollzieht sich dreimal. Ne? Also, ich zähle jetzt nur 1, 2, das ist dieser eine Takt Pause. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jetzt hast du es gehört, ne? Jetzt habe ich dreimal hintereinander Pause und dann G. Dann habe ich Pause und dann habe ich 5 Takte lang F gespielt. Eventuell kannst du es jetzt nicht merken. Vielleicht musst du das Video mal anhalten, ja? Aber wie gesagt, im Mitgliederbereich, da kannst du dich kostenlos anmelden. Da findest du auch die Noten dazu. Ja? So, wenn wir das durchhaben, kommt wieder ein Takt Pause und dann spielst du nochmal 4 Takte F. 4 Takte D, einen Takt F. Ja? 1, 2. Eins, zwei. Und das Stück ist fertig. Ist es ganz witzig, ne? Man muss bloß furchtbar aufpassen, dass man an den richtigen Stellen den Ton wechselt, ja? Und dass man nicht aus dem Abstrich-Aufstrich-Gefüge herauskommt. Also mein Tipp für dich, jedes Mal, wenn du eine Pause gespielt hast, beginne mit Abstrich, ja? Und irgendwann wirst du rausbekommen, dass dass das genau ein Takt ist. Eins und zwei und, das ist genau ein Takt. Dann zählst du nämlich irgendwann nur noch die Takte. Ja? Ich zeige dir jetzt nochmal von dem Takt 29 die Stelle. Ja? Das ist die, wo immer ein Takt Pause ist und dann G, ein Takt Pause und dann G und das dreimal. Und dann kommt, wie gesagt, ein Takt Pause, fünfmal das F. Ein Takt Pause, viermal F, viermal D, einmal F. Ein Takt Pause, zweimal F, ein Takt Pause, einmal F, ein Takt Pause, einmal F. Das war's im Prinzip, ja? Ich zeig's dir nochmal. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und das war's.
Eventuell gelingt dir das jetzt nicht so schnell wie mir. Nun, was kannst du machen? Du kannst zunächst einmal unsere Anfangsübungen machen, ne? Dieses reine Hüpfen auf dem Bogen und mal schauen, dass du den Bogen so hältst, dass er gleichmäßig hüpfen kann. Übrigens, es gibt so einen Spruch, niemand kann gleichmäßiger hüpfen als der Bogen selbst. Das heißt, wenn du ihn hier beim Hüpfen in der Hand die größtmögliche Freiheit gibst, dazu gehört einiges am Mut, ne? Weil man ist erstmal unsicher und hat das Gefühl, Mensch, jetzt fällt mir gleich der Bogen aus der Hand. Das ist ganz legitim und normal, ja? Aber du musst tatsächlich dahin kommen, den Bogen so leicht in die Hand zu nehmen, dass du ihn praktisch nur noch mit ganz zarten Fingern führst und wirklich ihn selber in seiner Schwingungs- und Spannungsfähigkeit arbeiten lässt. Ja? Wenn du das geschafft hast, funktioniert das. Wenn es dir zu schnell ist, folgendes. Das ist wie mit den Pendeln. Große Bewegungen machen einen langsamen Schwung. Je schneller du werden willst, desto kleiner musst du einfach werden. Ne? Also eine relativ große Bewegung, ja, mit wo ich auch weit weghüpfe und jetzt lasse ich es kleiner machen. Und auf einmal geht der Bogen wie von alleine einfach kleiner. So, und jetzt würde ich dir empfehlen, melde dich mal an, hol dir aus dem kostenlosen Mitgliederbereich, hol dir dort die Noten und die Begleitung für Tralalala Tulipan und dann spiele zuerst mit der mitgehörten Begleitung. Das ist dann so, als würdest du mit einem Orchesterspieler, der neben dir spielt, einfach mitspielen mit dem. Wenn es mal daneben geht, macht ja nichts. Nochmal von vorne. Ja? Das probierst du einige Male. Und wenn du das kannst mit der Play-Datei von demselben Stück, also von deiner Stimme, dann nimmst du das MP3 von der Melodie und spielst zu der Melodie dazu. Und dabei wünsche ich dir viel Vergnügen, viel Spaß dabei und gute Erfahrungen. Und schau mal, mit diesem ganz einfachen Stück kannst du tatsächlich sehr gut deine ersten Erfahrungen mit Spiccato, mit dem geworfenen Bogen machen. Eine Riesenhürde sonst. Aber hier schaffst du es. Ich wünsche dir viel Freude dabei und du siehst jetzt hier nochmal in der Endkarte gleich, siehst du jetzt gleich nochmal die Möglichkeit, wie du dich anmelden kannst bei Bogenbalance. Alles Gute!